So, guten Morgen. Heute sind wir in Laboe und wollen uns tätowieren lassen. Wir sind beim Tätowierer Omilian Tattoo. Und wir haben eigentlich beide vor, die Antje ist auch da, wir haben beide vor, uns eine Kompassrose tätowieren zu lassen. Ich werde das hier wahrscheinlich auf meinem linken Unterarm machen. So ist die Idee, genau weiß ich das noch gar nicht. Und die Antje kriegt auch eine Kompassrose, nur mit so ein paar Blümchen verschnörkelt. Und die Vorlagen haben wir gesehen. Ich glaube, sieht erstmal ganz gut aus und ja, dann gucken wir mal, was gleich passiert. Für mich ist das erste Mal, dass ich mich tätowieren lasse. Ich weiß also noch gar nicht, was auf mich zukommt. Die Antje hat schon eins, die weiß also, was passiert. Ja, der Tätowierer ist gerade noch eine rauchen und ich hoffe, der hat ruhige Finger. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich melde mich dann gleich nochmal, wenn wir am Leiden sind. Wir machen einfach mal einen kleinen Rundgang. Ich drehe einfach mal die Kamera um. So sieht das jetzt erstmal aus. Und für mich als Nicht-Tätowierter sieht das eigentlich ziemlich vertrauenserweckend aus. Also zumindest sieht es sauber und aufgeräumt aus. Da gibt es auch einen Fernseher. Da ist die Antje. Irgendwo hier vor der Tür ist der Tätowierer am Rauchen. Da ist er. So, sag mal guten Morgen. Hallo. Das ist mein erstes Mal. Also. Ja, alles gut. Für uns auch. So. Machen wir so ein Quadrat hier. Also das hatte ich schon. Nee, lass mal so. Ich glaube. Ja, schön. Arschklatsch. Warte. Mach ich noch hier auf die Seite. Wie lange ist das her? Wie beim so, das ist jetzt meine Vorlage hier. So sieht die aus. Bis jetzt war es der schmerzfreie Part und mal gucken, was jetzt kommt. Also. So. Erzähl ich mal. Guck mal, das ist mein Kollege, mein Nadel, der ist ganz klein. Ja, ja, sehr. Der tut mir jetzt scheiße weh. Ganz viel Aua. Ja. Ja, mal gucken, dass ich jetzt nicht zuck. Nein, das glaube ich nicht. Nur machen wir einen kleinen Punkt für die Brille. Ja, ist gut. Und alles gut? Noch ist alles gut. Ja, ich merke. Also schlimmer wird nicht. Ja, gut, dann. Ja, das ist jetzt keine Freude, sagen wir mal so. Ne? Also mit Spaß. Ja. Hat das jetzt nicht viel zu tun. Boah. Immer gucken, ja. Oh, bei dir? Du musst gucken. Ich muss sowieso gucken, ja.